Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 25. Februar. Gut, wir beginnen direkt wieder mit dem Tageschart, mit den Markierungslinien für den Short- und Long-Bereich für den heutigen Donnerstag. Am Vortag hatten wir ja keine genannt. Für den heutigen Donnerstag befindet sich der Short-Bereich zwischen 14.060 und 14.130 Punkten. Wir notieren vorbörslich am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 14.060 Punkten. Ich bin gespannt, ob wir diese Kursgewinne außerbörslich dann auch im regulären Handel dann nach 9 Uhr halten können. Der Long-Bereich befindet sich zwischen 13.720 und 13.780 Punkten unverändert, weiterhin hier im Bereich des wichtigen 50er EMAs. Aktuell bewegen wir uns hier weiter seitwärts, wir sind aber weiterhin hier im Short-Modus, der Kreis ist weiterhin rot, möglicherweise wird er heute auf blau drehen, falls sich die vorbörsliche Stärke dann auch im regulären Handel dann fortsetzen sollte. Wichtig bleibt weiterhin hier auch der 10er EMA, die gelbe Linie, aktuell bei 13.954 Punkten, die dann über kurzfristige Stärke oder Schwäche entscheidet. Darüber wäre dann eher mit weiterer Stärke zu rechnen, unter der gelben Linie eher mit weiterer Schwäche. Wichtig wäre dann aber langfristig, dass wir dann hier diesen 50er EMA nach unten unterschreiten, um neue Abwärtsdynamik zu generieren. Solange wir hier über dem 50er EMA notieren, ist dann mittelfristig mit erneuten Angriffen auf den Bereich der Widerstandslinie bei 14.000 bis 14.100 Punkten zu rechnen. Wir machen dann weiter mit dem Wochenchart. Im Wochenchart notieren wir hier weiterhin im regulären Handel unter der Markierungslinie bei 14.000 Punkten, der hellgrünen Markierungslinie, sind aber aktuell in der laufenden Woche mit einer bullischen Wochenkerze unterwegs. Die Woche ist noch nicht ganz rum, aber wir haben hier schon diesen langen unteren Schatten ausgebildet und diesen weißen Kerzenkörper könnten also hier vor einem Durchbruch stehen nach oben. Vorbürstlich kündigt er sich bereits an. Wie gesagt, wir notieren vorbürstlich bei 14.060 Punkten und damit hier über der hellgrünen Markierungslinie sollten wir die Gewinne auch im regulären Handel nach 9 Uhr halten können. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf mittelfristig bis 14.300 Punkte zu rechnen. Und abschließend dann noch ein Blick auf den Monatschart, wo wir weiterhin hier mit der steigenden Widerstandslinie, die jahrelang nicht erobert werden konnte, weiterhin kämpfen. Dies ist wichtig nun für den weiteren langfristigen Verlauf und auch für die weitere kurzfristige Entwicklung hier. Brechen wir hier nach oben durch, dann würde sich natürlich ein weiteres Long-Signal ergeben. Allerdings, ich habe das schon oft erwähnt, wir haben hier im Vormonat Januar eine schwarze Monatskerze gebildet, die eigentlich schon darauf hindeutet, dass der DAX hier angeschlagen ist und hier nicht mehr allzu weit ansteigen sollte. Ich rechne eher damit, dass wir hier seitwärts tendieren und hier nicht nachhaltig nach oben durchbrechen und dann hier letztendlich doch wieder nach unten abdrehen werden. Aber man wird sehen, wichtig bleibt erstmal die Marke von 14.000 Punkten, ob wir die im regulären Handel erobern können. Falls ja, wäre dann ein Zwischenschritt bei 14.100 Punkten und geht es auch darüber, dann würde sich die Lage hier mehr und mehr aufhellen und wir dann Richtung 14.300 Punkte wahrscheinlich ansteigen und damit auch hier diese langjährige Widerstandslinie erobern. Gut, und damit wären wir auch schon wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Donnerstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Freitag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel.